Nein, liebe Leute, hier ist tatsächlich nicht Richard Branson, sondern ich bin der Steffen. Aber dieses Bild sucht gerade einen Platz in meinem Büro und dazu ist mir etwas eingefallen. Ich wollte euch nämlich ein Video machen dazu, wie Sales Calls Spaß machen. Weil ich heute einen wundervollen, ich hole mal das Mikro näher ran, einen wundervollen Sales Call hatte und der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich weiß immer noch, wie groß die Hürde ist für viele, Sales Calls zu machen oder wirklich zu verkaufen und auch dann mit Spaß und Freude den Preis zu nennen, ihren Preis zu nennen, wenn es dann irgendwann zum Showdown kommt. Ja? Und was ich euch mitgeben wollte, ist, dass es wirklich dann Spaß macht, wenn ihr so von eurem Produkt überzeugt seid oder so überzeugt seid von der Leistung, aber auch von eurem Partner, mit dem ihr zusammenarbeiten wollen würdet. Das heißt, ich hatte heute Morgen um 10 Uhr diesen Call, der ging insgesamt eine Dreiviertelstunde. Wir haben uns dann verabschiedet, sehr, sehr positiv. Ich habe keinen Verkaufsdruck aufgebaut, weil das liegt mir absolut nicht, sondern ich sage immer, okay, sag mir, bis wann kannst du mir Bescheid sagen, maximal eine Woche, ob ihr das machen wollt. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich musste gerade an Richard Branson sowieso denken, denn der liebe Richard, eins meiner großen Idole schon immer, hat mal Folgendes gesagt. Er wurde mal gefragt, lieber Richard, wie entscheidest du, ob du in ein Geschäft investierst oder in eine neue geschäftliche Möglichkeit einsteigst? Und hat er gesagt, wortwörtlich, wenn ich sehe, dass es mir keinen Spaß macht, dann lasse ich es bleiben. Und das ist eine Philosophie, die dahinter steckt. Die zieht sich durch alles. Ich habe alle Bücher gelesen. Die zieht sich einfach durch alles, was der macht. Wenn der keinen Spaß dabei hat, dann lässt er es bleiben. Und das ist eins seiner Erfolgsgeheimnisse. Der macht nur Dinge, die ihm Spaß machen. Jetzt, der muss auch Buchhaltung und Steuern machen. Ja? Aber geschäftlich, von der Ausrichtung her, macht er Dinge, die ihm Spaß machen für Menschen, die er potenziell mag. Also für coole Menschen. Und das ist so ein cooler Punkt, den ich euch mitteilen wollte, weil dann eben das Verkaufen auch Spaß macht, wenn du dem Gegenüber glaubhaft vermitteln kannst. Und heute war es beispielsweise waren 10 Wochen Programm, die Entwicklung eines Funnels und die gemeinsame Entwicklung, weil sowas ist keine One-Man-Show, also auch nicht von mir oder von meinem Team, das wir hier einfach bauen, sondern der Kunde gehört immer dazu. Man kann nicht etwas von jemandem verkaufen ohne ihn. Das geht nicht. Ja, sondern das ist echt 50-50. Wir machen die technische Umsetzung, wir führen durch den Prozess, wie beispielsweise erstmal Positionierung, Traumkundendefinition, die perfekte neue Methode, das erste Produkt, das zweite Produkt, der eigentliche Verkaufsprozess, dann noch die Calls, die Skripte, muss man durchgeführt werden, aber man muss es selber machen. Die technische Umsetzung, die machen wir dann beispielsweise jetzt in diesem Projekt. Aber das ist gar nicht so wichtig. Und Teil davon ist, um das Core-Medium zu entwickeln, mit dem wir das verkaufen werden. Das wird nämlich ein Workshop-Funnel. Das ist etwas ganz Spezielles. Und eine geile neue Entwicklung von uns, die macht richtig Bock und die ist richtig geil. Also etwas, was man danach immer wieder live machen kann, aber auch automatisieren kann. Und kein klassischer, lahmer, langweiliger Webinar-Funnel, sondern wirklich Workshop-Charakter. Und da freue ich mich total drauf. Und da habe ich gesagt, okay, da brauchen wir 3 Tage mindestens gemeinsam hier. Das machen wir dann hier in Bochum mit seinem Geschäftspartner. Wir zu dritt entwickeln diesen Workshop und den Kernprozess, weil dann können wir auch am besten die Verkaufstexte beispielsweise schreiben, die E-Mails schreiben, wenn wir einfach Teil des Ganzen waren. So, und das macht Bock. Und wenn du darauf Bock hast, so wie ich heute Morgen Bock habe, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir zusammenarbeiten werden. Und da muss man auch keinen Verkaufsdruck mehr aufbauen. Man muss nur einfach die Motivation groß genug machen und auch zeigen, dass man wirklich Freude dabei hat und nicht einfach nur irgendetwas verkaufen. So, und das wollte ich euch mitgeben, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dieses Spaß haben am Verkaufen. Nicht so, oh, jetzt muss ich wieder verkaufen hier und boah, Mann, wie mache ich das am Ende und Preis und soll ich den überhaupt sagen oder schreibe ich ihn gar nicht rein, weil dann kann ich noch niedrigeren sagen oder solche Sachen. Das braucht man dann alles nicht machen und wenn der Gegenüber
wenn man den gut gepreframed hat, also wenn man vorher, wir hatten natürlich vorher schon ein Gespräch, auch ein ganz wichtiges Ding, wir hatten schon 1,5 Stunden Gespräch, das war unser Beratungsgespräch, was ich kostenlos mache und wo man dann wirklich auch warm wird und wo ich dann am Ende gesagt habe, okay, pass auf, ich biete dir was an, aber dazu brauchen wir noch einen zweiten Termin. So, und das hätte ich auch nicht gemacht, wenn wir uns nicht sympathisch gewesen wären übrigens. Das ist ganz ehrlich so, dann mache ich kein Angebot. Dann sage ich, dass man mich gerne mit Fragen mal kontaktieren kann, aber dass ich für die Art des Funnels oder des Verkaufsprozesses nicht geeignet bin. Und das ist auch eine der wichtigen Sachen, die ich gelernt habe, die man erstmal lernen muss. Aber dann macht es halt wirklich Spaß. Und dass es Spaß machen will, kann, dass es Spaß machen kann, das wollte ich euch hier mitteilen. Und jetzt ist 17.10 Uhr hier in Bochum, Samstag. Jetzt mache auch ich mal Feierabend. Wir sind eingeladen bei meiner Schwester. Und dann hole ich jetzt meine liebe Frau ab und dann geht es zu einem gemütlichen Abend. Genau, 2 Haushalte, ganz wichtig, nicht mehr. Okay, ganz lieben Gruß und dann wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Ciao, euer Steffen.